So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 Version 3.0 und ich habe gesehen, es gibt einen neuen Ninja Speedrun. Münzjagd in Verkleidung. Verwende 5 Verkleidungen, um alle rosa Münzen einzusammeln. Je nach Reihenfolge, in der du sie einsetzt, ändert sich die Route durch den Level. Aber auf welche Weise geht es wohl am schnellsten? Das scheint ein sehr komplexer Ninja Speedrun zu sein. Ich bin mal gespannt, was da dann so Zeiten sind. Wahrscheinlich eine Minute oder sowas. Aber wir müssen uns erstmal umgucken. Ach, das sind die Verkleidungen. Haben die dann jetzt hier alle Mützen mal eingebaut, oder wie? Jo, kann ich die von unten eigentlich anstupsen? Ei, okay, erreicht das Ziel, ohne getroffen zu werden, kann ich also schon knicken. Dann machen wir mal einen Neustart. Ich muss also alles ohne... Okay. Okay. Hier gibt es die Kanone. Ja gut, die ist natürlich sinnvoll hierfür. So. Was haben wir da? Aber da kommt... Oh, da... Ich wollte da jetzt eigentlich nicht runterspringen. Was ich gerade sehe, hier geht es auch hoch. Vielleicht gehen wir erstmal hier hoch. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Oh, da ist der Bullet-Dings. Wie ging der denn? Ich habe vergessen, wie der ging. Ach, wie so ein Doppelsprung, ne? Ah, da ist... Okay, da ist auch eine Münze. Oh, da ist er kaputt. Okay, das zählt allerdings nicht als... Okay, um da reinzukommen... Da ist dann am Ende ja das Ziel. Aber um da reinzukommen, brauche ich ja... Irgendwas, was die Blöcke kaputt macht. Und um da ranzukommen, brauche ich auch irgendwas, was die Blöcke kaputt macht. Ach so, ich könnte wahrscheinlich mit der Rakete da reinziehen. Ah, oder mit dem hier. Also das würde funktionieren, dass ich jetzt den hier wegmache und damit hier aufmache. Beziehungsweise... Damit kann ich dann ja auch hier rein. Das ist allerdings sicherlich nicht der schnelle Weg. Null. Okay, warum wird man hier hinten rein? Achso, dann kommt man da hoch. Ja, weil wenn ich hier unten jetzt weitergehe... Das bringt ja überhaupt nichts. Also da käme ich eigentlich nur weiter, wenn ich den Propeller noch hätte. Aber das ist natürlich auch Quatsch. Also müssen wir jetzt noch hier... Yo! Ich meine, es ist eh egal, wir wollen nachher ja schneller. Okay. Okay, und dann tun die mir jetzt nichts mehr, ja? Ah ja, die ziehen jetzt hier einfach zurück. Und hier oben ist die letzte Münze. Okay, und jetzt muss ich noch... Ah, da habe ich ja zum Glück aufgemacht. Okay. Und da ist dann das Ziel. Okay, was sind hier schnelle Zeiten? Jetzt bin ich echt gespannt. Ich meine, ich habe 2 Minuten jetzt erstmal zum Erkunden natürlich gebraucht. Das ist klar. Geht das schneller als eine Minute? Ach du Scheiße. Okay. Okay, nein. Ich werde mich nicht spoilern, wie die Wege hier gehen. Nix da. Tschüss. Will ich hier selber einen Weg finden. Also, wir starten mit dem Propeller. Und mit dem... Das hat ja schon mal gut funktioniert. Mit dem Propeller gehen wir erstmal hier unten rum, würde ich sagen. Wir können damit auch gleich hier hinten rein. Und die Münze hier holen. Weiß nicht, ob das so klug ist, aber dann muss ich da nicht mehr rum. So. Ja gut, aber jetzt komme ich an den ganzen... Na cool, jetzt könnte ich hier reingehen. Und jetzt... Na gut, aber jetzt brauche ich halt erst noch die da oben. Also das ist ein Quatschweg, den ich gerade gehe. Na! Da
Das ist ein Quatschweg, den ich gerade gehe. So. Aber jetzt kann ich den... Den hier kaputt machen. Mit dem kann ich jetzt theoretisch... Ach so. Geht das? Da mache ich mit einem Schlag hier alles auf. Das ist gar nicht mal so doof. Das ist gar nicht mal so doof. Und jetzt habe ich mit immer noch viel zu knappem Zeug schon 1:10. Ja, okay. Jetzt brauchen wir eine gute Reihenfolge. Jetzt brauchen wir eine gute Reihenfolge. Uff. Also Propeller. Dann propellern wir uns mal erst da hoch. Irgendwie. Hier. So. Dann ziehen wir damit hier rüber. Super. Egal. Wir gehen mal davon aus, dass ich die hätte. Dann machen wir das hier kaputt. Dann machen wir das hier kaputt. Dann machen wir das hier kaputt. Dann holen wir uns den Goomba. Jetzt habe ich aber die Mütze bei der anderen Pflanze noch überhaupt nicht, ne? Also kriege ich jetzt zwar die. Ja, die hier fehlt mir noch. Und noch eine fehlt. Ach so, ja gut, mir fehlt halt die, die da oben war. Aber jetzt hätten wir dann 40 Sekunden. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Oh, wow, 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 wow. Hoppala. Moment, brauche ich überhaupt? Ja, doch, ich brauche den. Ich brauche den hier. Sonst kriege ich die Dinger drüben nicht auf. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch einfach rüber propellern. Aber nein. Rüber propellern kann ich eben gerade nicht. So, hier kaputt. Hier eins, zwei. Ha, eigentlich verschenke ich den dritten jetzt, ne? Ich verschenke den dritten so komplett. Den brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr. Aber wenn man es schaffen könnte, mit einem Schlag bis ganz hoch zu kommen, das wäre sicherlich auch nochmal zeitsparend. So, Goomba. Du gehst zurück. Okay. Dann springe ich hier unten ran. So, dann hole ich mir die Kanone. Das ist ja dann schon die letzte. Jetzt geht's ab nach, Hause. Ja, gut, 40 Sekunden. Nicht das Schnellste. Nicht das Schnellste, aber... Es ist mal ein Weg. Es ist mal ein Weg. Aber ich mache da noch vieles zu... Ja, es ist jetzt schon mal... Ich bin jetzt schon mal in der Mitte gelandet. Das ist ja schon mal okay. Aber ich mache noch vieles zu... clumsy. Hier wäre es, wie gesagt, echt cool, wenn man mit einem Schlag bis nach oben käme. Das kommt man auch. Da kommt man mit einem Schlag bis nach oben. Aber ich glaube, die Reihenfolge ist auch noch nicht optimal. Ah, wieder nicht. Ah, das geht. Das geht 100 pro. Ja, so nämlich. Perfekt. Jetzt kommt das Ding nicht raus, okay. Na, dann verfehle ich den wieder. Okay, aber was wäre denn, wenn wir sagen, ich mache hier nur auf, gehe erst hier runter. Hol mir die. Ach shit, und dann hole ich mir die. So, das kann ich aber ja trotzdem machen. So, zack. Dann machen wir noch hier den letzten. Ja, und dann erwischen wir die richtige Münze und dann gehen wir hier durch. Wäre das ein bisschen schneller? Könnte sein, ne? Könnte hinkommen. Wait. Nein, ich hole mir die gleich. Alles andere wäre doch komplett dämlich. Dann kann ich da oben über die Röhre zurück und direkt in die Tür. Ah, das reicht wieder nicht.
Ja, shit. Jetzt kommt eh wieder nichts. Oh Mann, wieso kommt denn das nicht raus? Weil ich zu nah an der Röhre bin, wahrscheinlich beim Hochdriften. Beim Hochpropellern. So gefällt mir das. Alter! Diese Münze da oben. Ja, das hat ja gut funktioniert. No! Okay. So. Und komm raus. Dankeschön. So. Mach mal hier Bumm. Mach mal hier Bumm. Ah, jetzt habe ich die untere wieder vergessen. Cheat. Jetzt fehlt mir die untere noch. Die wollte ich doch erst holen. Na, aber dann kann ich, wenn ich die nämlich habe, könnte ich jetzt hier einfach durch und wäre schon fertig. Jetzt fehlt natürlich die noch. Das ist natürlich jetzt Bullshit. Das ist nicht schneller. Das ist jetzt überhaupt nicht schneller. Da muss ich erst runter. Da muss ich erst runter. Ha. Will ich mit der... Ich muss gar nicht mit der Rakete das Ding aufmachen. Ich kann es ja auch aufschießen. Ist das vielleicht ein bisschen schneller? Dann mache ich so. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Hoch hier. Da rein. Mach hier Bumm. Mach hier Bumm. Mach hier Bumm. Dann gehe ich hier runter. Dann laufe ich hier ganz schnell einmal durch. Und dann haben wir trotzdem nicht viel mehr Zeit. Oh mein Gott. Und dann versaue ich auch noch den Sprung hier. Das ist... Ah, das ist langsamer jetzt. Krass. Krass. Wie kommen denn Leute auf... Was waren es? 30 Sekunden teilweise? Ja, unter 30 kommen manche. Unter 30. Ist es die Route? Oder bin ich einfach nur zu langsam und habe die richtige Route? So, aber jetzt muss ich... Aber wenn ich hier noch den Propeller hätte, dann käme ich da unten schnell durch. Aber so muss ich ja erst wieder oben rumlaufen. Jetzt bin ich nicht hochgesprungen, aber das ist mal geschenkt. Wahrscheinlich ist es halt doch besser. Hier, das da ist auch nochmal, das kostet halt nochmal richtig Zeit, hier hochzulaufen. Kriege ich das vielleicht besser? Nein, kriege ich nicht besser hin, weil da ist der Block. Jetzt dann die noch erwischen, dann wäre das okay. Also die Zeit, um die hier oben einzusammeln, kann ich mir sparen. Die kann ich hier auf dem Rückweg mitnehmen. Aber die Frage ist... Ich komme hier nicht anders durch, das ist das Problem. Ich muss diesen ganzen Pflanzenweg gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich könnte diesen Weg hier aber... Ich könnte diesen Weg da aber... auch mit der Kanone gehen und die einfach wegschieben. Wobei, dann ist die vielleicht gerade ausgefahren. Das ist vielleicht auch dumm.
Ha. Ich bin noch ein bisschen überfragt, was die richtige Route ist. Also ich bin ziemlich sicher, dass der Anfang hier gut ist. Aber dann ist halt die Frage, wie es weitergeht, ne? Und das kommt mir jetzt halt komisch vor. Aber jetzt hätte ich... Nein! Ja, jetzt habe ich irgendwie wieder Quatsch gemacht, aber es ist egal. Aber jetzt hätte ich die Kanone noch. Jetzt gucken wir mal, wie das mit den Pflanzen funktioniert. Das würde funktionieren. Okay. Aber war ich jetzt so viel schneller? War ich ja trotzdem nicht. Das ist ja trotzdem Müll. Ach, diese... Ist geschenkt, ist egal. Wait! Ich brauch doch... Ah, ich bin dumm. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Mach dich weg. Ja, also das funktioniert hier ganz gut sogar. So, jetzt müsste ich nur noch die hier mitnehmen. Und die andere hätte ich ja eigentlich schon. Aber ich habe noch was anderes gerade gesehen, was funktionieren könnte. Passt mal auf. Ach, leck mich am... Mensch. Was soll das denn hier? So, wir machen hier einmal Bumm, wir machen hier einmal Bumm und wir machen hier einmal... An der Ecke würde ich ja gerne einmal Bumm machen. Das müsste doch funktionieren, oder? Oh, da hier so durchfliege, ist natürlich auch nochmal richtig zeitsparend. Okay, das könnte... Aber ich werde getroffen, ne? Das ist das Problem. Ich werde da vorher getroffen. Aber ich kann mir auf jeden Fall den Goomba sparen. Also das sieht man, das funktioniert jedes Mal. Dann muss man hier noch den Sprung gut machen. Okay. Hasse alles. Ja, moin. Das haut nicht hin jetzt. Nee. Ach. Geh weg. Und wenn wir uns nochmal die Zeit verbessert haben, dann gucken wir uns mal ein paar Ninjis an. Komm raus! Mensch! Kostet mich Zeit hier, der Quatsch. Das hier kostet halt auch ewig Zeit, da durchzulaufen. Nein! So viel zu, es funktioniert immer. Na, wirst du wohl das Ding mitnehmen. So. Wie komme ich hier am schnellsten runter? Ah, das kostet... Ah! Das kostet alles Zeit, was ich... Da, jetzt gehe ich da rein. Oh, Mann. Ich hab's jetzt sogar mit dem ersten schon aufgemacht.
Oh, drei Weitsprung würde sich anbieten, glaube ich. Leck mich. Ich glaube, Weitsprung würde sich da anbieten. Komme ich damit darüber? Bisschen schneller? Ich denke ja. So, dann mache ich nämlich hier alles kaputt. Die interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt hier ein Weitsprung. Scheiße. Egal. Egal, es wird eine bessere Zeit. Es wird eine bessere Zeit, aber keine so viel bessere Zeit. Aber besser genug, um jetzt mal andere Zeiten uns anzugucken. 37. Ohne Ninchi-Spoiler. 37 ohne Ninchi-Spoiler. Okay, jetzt spoilern wir uns mal mit Ninchis. Ja, hauen wir mal viele rein. So. Ich bin gespannt, was die treiben. Ob es wirklich so eine Route gibt, die alle gehen? Oder ob es tatsächlich ganz viele verschiedene gibt. Also tatsächlich machen das hier relativ viele, okay. Ja gut, jetzt habe ich den verpasst, ist egal. Jetzt gehen auch welche gleich da rein. Dann machen sie den hin, dann geht sie hier runter. Okay, also ist das tatsächlich so die Route, die viele gehen? Ja, und den, da unten nehmen sie auch nicht mit, weil sie die Kanone noch haben. Das ist sick. Und dann hier noch die holen. Okay, also das ist tatsächlich die Idee, die viele haben. Krass. Okay. Okay. Andere gehen aber auch unten rum, wie man sieht. Also andere haben eine völlig andere Route. Ah, das ist halt kacke, wenn da nichts rauskommt. Wenn man zu nah an der Röhre ist. Ah, leck. Aber die, die unten rumgehen... Wenn ich schnell genug bin, komme ich dann an die Pflanze ran? Nein. Keine Chance. Na, ich kämpfe zwar hier unten recht fix durch, aber... Ja, das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Das ist schon, glaube ich, der Weg, den ich gehen müsste. Möchte. Werde. Ich weiß es nicht. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Alter. Geht doch. So. Zack. Es wäre halt echt cool. Okay, das hat funktioniert. Das hat, glaube ich, Zeit gespart. Nicht viel, aber ein bisschen auf jeden Fall. So, jetzt muss halt der Sprung hier passen. Nein, diese... Ah, kacke. Ich hab's nicht richtig kaputt gemacht. Dang it. Ich muss mal ganz kurz was testen. Ich will nur eine Funktion wissen. Das war nicht die Funktion, die ich wissen wollte. Ich will nur wissen, ob dieses Ding hier auch auf Stampfattacken reagiert.
Nein. Also wirklich nur den hier sozusagen. Anders nicht. Okay. Nur den hier. Puh. Super. Ich weiß nicht, ob der oben kaputt gegangen ist jetzt, ne? Nein, der ist wieder nicht... Ah, oh, Mist! Jetzt hat's den nicht erwischt. Muss ich den kaputt schießen vorher? Okay. Das hat aber gar nicht so viel mehr Zeit gekostet. 35. Besser? Besser auf jeden Fall als die 37. Aber ob ich... Ich glaube, noch viel mehr kriege ich nicht rausgeholt. Wie man nochmal 5 Sekunden hier rausziehen kann. Boah, krass. Irgendeine andere Strategie muss es da noch geben. Weil ich versuche ja schon... Ja, wo verliere ich denn jetzt noch richtig viel Zeit? So, das ist eigentlich schon optimiert. Da hochzukommen ist optimiert. Das Ding hier zu holen ist relativ optimiert. Wenn ich das hier... Okay, jetzt habe ich das besser erwischt. Mache ich hier wieder Quatsch. Ich denke, das hier ist auch gut, wenn ich da direkt den kaputt mache und dann mir die Kanone hole. Ich denke, das ist... Oder es ist dann doch wieder sinnvoller, den Goomba zu verwenden. Ah, das reicht nicht. Doch, es reicht. Okay. Ja, moin. Das war nix. Aber, also... Wahrscheinlich muss man auch mehr sowas da machen. Genau sowas da. Ich überlege halt, was ich alles noch verbessern kann. Aber mir fällt nicht wirklich viel ein. Viel mehr fällt mir einfach nicht ein. Alter. Also ich habe den Eindruck, wir haben schon einen ganz guten Weg gefunden eigentlich. So. Weiß nicht. Da geht einer gleich hier hoch und nimmt die Münze da unten gar nicht mit. Holt er die später oder was? Was ist das denn für eine Idee? Guck mal. Da geht einer gleich hier hoch. Warum? Die Münze hier unten kriegt er doch nie wieder. Also ja, kompletter Quatsch, was der macht. So. Bäm. Passt. Nein, passt nicht. Ich hab nämlich... Ja, ich hab Mist gebaut. Okay, aber das kann ich aufschießen. Das werde ich... Wait! Oh, ich kann die nicht einsammeln, so. Ich kann die so nicht einsammeln. Ah, schade. Jetzt dachte ich, ich habe eine Idee. Wait 2. Moment. Kann ich? Kann ich mit der Rakete direkt eine Röhre ansteuern?
die geht kaputt, ne? Ich werde nicht durch die Röhre durchgezogen. Weil das wäre natürlich schon wild. Ach so. Ich verliere aber trotzdem Zeit, dadurch, dass ich mir die Münze hier aufhebe. Ich sollte mir die nicht aufheben, ich sollte mir die einfach direkt holen, ne? So nämlich. Ich glaube, das ist trotzdem schneller am Ende. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen, weil jetzt kann ich oben direkt durch die Röhre halt... Nein! Ach, Kacke! Aber jetzt kann ich oben direkt durch die Röhren durch. Das müsste schneller gehen. Dann komme ich direkt auf die Schlüsseltür. Nur die Pflanzen haben jetzt gerade nicht mitgespielt. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. So. Zack, tschüss. Komm her. Der hat jetzt richtig gut mitgespielt. Oh mein Gott, hat die Ritze. Nein! Ach, jetzt war hier zu. Ich habe den Dings nicht richtig gesetzt. Mist. Das war natürlich dumm. Mach dich weg. Jetzt gehe ich nämlich hier oben durch und gehe hier durch die Tür. Es ist jetzt nicht schneller, weil ich Quatsch gemacht habe. Aber grundsätzlich kann es dann schon schneller sein. Okay. Aber auch nicht 5 Sekunden. Also 5 Sekunden sind es niemals. Boah. Wie komme ich denn an die 5 Sekunden ran, ey? Das wollte ich nicht, aber ist egal. Ich glaube, das geht trotzdem noch. Ich weiß, wie ich das laufe. Ich weiß, wie ich das laufe. Ohne Zeit zu verlieren. Ich weiß, wie ich die Stelle laufe, ohne Zeit zu verlieren. Ich glaub's zumindest. Ich mach's so. Ich mach's so, dann ist hier nämlich schon offen und dann mache ich so. Ich glaube, das war jetzt am schnellsten. Weiß es nicht. So, jetzt passen auch die Pflanzen. Perfekt. Und jetzt einfach nur noch hier raus. Aber 33 ist es trotzdem nicht schneller. Es ist nicht schneller. Shit. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich hole damit was raus. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich hole damit was raus. Uff. Ich hole damit nichts raus. Manche sind ja sogar 10 Sekunden schnell. Was ist denn denen ihr Trick? Es muss einen anderen Trick noch geben. Ich habe das Gefühl, man kommt irgendwie an diese Münze da oben ran, ohne diesen ganzen Pflanzenmist zu machen. Kann ich? Ich muss ein paar Sachen testen jetzt. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen testen. Das wollte ich nicht testen. Alter! Ich kann die nicht kaputt machen, ne? Weil ich kann zwar hier hoch und so, aber ich habe keine andere Möglichkeit, um da reinzukommen. Die gehen einfach nicht... Nee, die gehen nicht kaputt. Ich muss, um da reinzukommen, brauche ich schon die Kanone. Ach, die habe ich ja schon gehabt. Ja, so war klar, habe ich die gehabt. Irgendeinen Trick muss es noch geben. 20 Sekunden kann ich nur, keine Ahnung, die Reihenfolge sein. Da muss es noch irgendeinen Trick geben, um irgendwas schneller zu bekommen.
Was ist, wenn ich das voll aufgezogen da durchschieße eigentlich? Das geht auch nicht besser, ne? Das macht nichts besser. Überhaupt nichts. Ha. Die fliegt da nur weiter, das ist aber alles. Ich habe keine Ahnung, wie ich da noch Zeit rausholen soll. Wir lassen es an der Stelle so. Wenn ich bei irgendwelchen anderen YouTubern noch einen tollen Weg sehe. Oh, nice. Dann werden wir uns das nochmal angucken. Aber im Moment ist das jetzt meine Bestzeit. Ich bin noch nicht zufrieden. Gebe ich zu. Ich bin noch nicht zufrieden. Aber ich sehe aktuell nicht. Also der Weg, den ich gehe, der schien mir relativ optimiert. Klar, ich bin noch ein paar Mal hängen geblieben und so weiter. Aber so wie ich es gemacht habe, glaube ich nicht, dass ich es anders machen kann. Also muss die Lösung, um 10 Sekunden schneller zu sein, muss ein anderer Weg sein. Aber welchen Weg könnte es noch geben? Ja. Da jetzt Zeit zu verschwenden, um zu überlegen, ist Quatsch. Wir machen einfach mit dem nächsten Part dann weiter. Und wir haben ja noch ein paar Tage, um das Ganze noch weiterzuspielen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. So, ich nochmal. Scheiß drauf. Ich habe gerade den Weg gesehen. Ich habe mal bei Panga reingeschaut. Der ist Zweiter. Der hat eine 25 Sekunden Zeit. Und guckt euch mal an, wie er das macht. Also ich mach's jetzt, ich bin jetzt nicht Panga. Ja, so weit ist es noch nicht. Aber ich mach mal die Ninjis dann aus. Die verwirren mich sonst nur. Es ist tatsächlich ein komplett anderer Weg. Ein komplett anderer Weg. Komplett anders. Passt auf. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, das war ja schon mal nix. Er geht nämlich direkt mit dem Propeller hier unten rum. Er hat einen Weg gefunden, der komplett ohne... Der komplett ohne... ist jetzt egal. Der komplett ohne diesen ganzen Kram hier auskommt. Dann holt er sich mit dem Propeller das hier drüben. Dann nimmt er sich hier die Kanone. Und macht mit der Kanone... Macht mit der Kanone hier oben auf. Und nimmt sich tatsächlich den Pilz hier mit. Den Goomba. Also den krallt er sich auch. Na, dann springt er hier noch da durch. Und dann nimmt er die noch mit. Und dann geht er da durch. Und das macht er in 25 Sekunden. Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Na! Und das machen wir besser. Ja, jetzt habe ich wieder die eine Lücke nicht offen, aber ist egal. Alter. Ich bleib zu viel hängen. Ach Mann! Wo ich mal hängen bleibe, ist echt traurig. Hier hatte er eigentlich nur 15 Sekunden. Ich habe schon wieder 10 Sekunden zu viel, das gibt's doch nicht. Unglaublich. So, jetzt nehmen wir die noch mit. Und dann. Und dann mache ich den Sprung noch kaputt. Okay. Aber ich gucke mir jetzt nochmal ganz kurz nebenbei an. Wo habe ich den jetzt performance-technisch komplett versagt? Unfassbar. So, er holt sich die, dann geht er da runter. Ja gut, er macht recht viele Sprünge. Wahrscheinlich geht es... Das geht, kostet alles. Ja, er macht es halt opt... Er macht das halt so gut. Dann hat er da echt nur 15 Sekunden an der Stelle. Alter. Ja, also es ist wirklich noch... Ja, der Weg ist der gleiche, den ich gehe. Gerade, aber... Da noch ein Wandsprung, na klar, alles logisch. Eieieiei. Okay, let's go.
Aber zumindest 5 Sekunden oder so müsste ich doch jetzt noch rausholen bei mir. Muss ja nicht der... Oh, shit. Es muss ja nicht perfekt werden, aber... Uff. Ah, das war jetzt wieder Quatsch hier. Da macht er den Wandsprung an der Seite. Da unten hüpft er ein bisschen rum. Ja, gut, ist egal. Da macht er dann sowas hier. Okay. Gesagt, hier macht er oben alles auf. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Sekunden. Und hier fällt er so einfach auf den Goomba drauf und läuft aber direkt weiter. So, als wäre der gar nicht da, der Goomba. Das ist auch wild. Nein! Das wäre jetzt eine super Zeit geworden. Mist. Aber okay, also es ist tatsächlich so, dieser Weg ist viel, viel, viel besser. Ja, hier macht er den Wandsprung von dem Ding weg. Das gibt ihm nochmal richtig viel Zeit. So den Temposchub. Dann hier hoch, hier den Wandsprung, okay. Dann hier, alles kaputt. Hier hat er jetzt eigentlich 15 Sekunden, aber wie gesagt, die... Also auf 25 werde ich es nicht hinbekommen. Aber zumindest eine 31 oder so wäre ganz cool. Ah, das wird keine 31, aber es sind nochmal 2 Sekunden mehr, die wir rausholen jetzt. Eieieiei. Ha! Aber krass. Das ist jedenfalls der Weg, den Panga geht. Ich weiß nicht, was der Weltrekord geht. Den habe ich jetzt nicht so schnell gefunden. Aber das ist schon... Das ist schon krass. Wollte ich jetzt noch kurz hinten dranhängen. Weil ich glaube, ich werde es jetzt dann doch dabei belassen. Der Rest ist tatsächlich scheinbar krasse Optimierung. Weil das war jetzt, was ich gemacht habe, war praktisch der Panga-Weg. Und da sieht man halt, wie stark der Skill noch besser sein muss, dass sowas funktioniert. Okay, schneide ich zusammen, packen wir noch hinten dran und dann geht's beim nächsten Mal ganz normal weiter. Danke fürs Zuschauen.